So, online, da sind wir schon mal online. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment, bis wir auch gleich auf Sendung sind. Es kommen noch ein paar Zuschauer dazu. Wir sind hier im Melia Tamarindos, direkt auf Gran Canaria, an der wunderschönen Strandpromenade von San Agustin. Hallo Babsi, grüß dich. Hallo Igor Karl-Heinz, auch dich grüße ich. Wir fangen gleich an. Wir warten noch ein bisschen aufs Studio. Guten Morgen, René. Wir fangen sofort an, hier direkt von Gran Canaria. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin eben live, ja. Wir sind hier schon auf Facebook live. Da haben wir den René, da haben wir die Ursula. Da sind wir alle wunderbar. Hallo Petra, hallo Ursula. Wir fangen gleich an. Wir warten noch einen kleinen Moment auf unsere Zuschauer vom Fernsehen und dann fangen wir hier direkt an, uns mal das Melia Tamarindos auf Gran Canaria anzuschauen. Hallo Steve. Ja Anke, Daumen hoch, du hast Lust drauf, ich auch. Wir gucken uns das gleich gemeinsam an. Ich verspreche definitiv nicht zu viel mit einem der längsten Sandstränden hier auf Gran Canaria. Ja, wunderschönen guten Morgen, Alex. Ich grüße dich. Ja. Alles klar, ich freue mich. Es ist wunderschön. Strahlend blauer Himmel, keine Wolken. So soll es sein. Richtig. Richtig. Steve, nee, ich gehe nicht den ganzen Strand ab, ich gehe gleich mal durchs Hotel. Wir gucken uns den Strand an. Der Strand wäre 12 Kilometer, ist ein bisschen zu weit zum Ablaufen heute. Aktuell haben wir 24 Grad im Schatten, also richtig schönes Herbstwetter, wie wir Deutschen sagen würden. Tanja, aktuell so 24, 25 Grad im Schatten, deswegen läuft mir die Brühe auch schon wieder. So, Line, jetzt sind wir auch gleich auf Sendung, dann sehen wir uns das Hotel gemeinsam an. Es ist definitiv richtig, richtig schön, hat viel zu bieten. Gerne, Tanja. Hallo Gordon. Sind wir ja komplett, haben wir eine wunderbare Anzahl. Ja, Andreas, richtig cool, hat einiges zu bieten. Und jetzt geht's erstmal rein ins Hotel. Ja, wunderschönen guten Morgen. Jetzt sind wir auch mit den Fernsehzuschauern vollständig hier auf Gran Canaria im Melia Tamarindo in San Agustin, einer der schönsten Sandstrände direkt vor der Tür. Deswegen fange ich heute auch an, direkt vorm Hotel einfach mal zu checken. Wir haben hier fein sandigen Sandstrand, 12 Kilometer lang. Man kann bis nach Playa de Ingles durchlaufen. Das ist eine wunderschöne Sache. Vorbei an den wunderbaren und bekannten Sanddünen von Maspalomas. Da habe ich jetzt das Vergnügen, einmal rein ins Melia Tamarindos, unser 5-Sterne-Haus, direkt mit Strandzugang einmal vorzustellen. Ich drehe einmal die Kamera um und los geht's.
Also, wie versprochen, hier unser Sandstrand, wirklich kilometerweit, wie das Auge reicht. Also hier lässt sich wirklich wunderschön aushalten. Angenehme Strandspaziergänge am Morgen, einfach die Seele baumeln lassen. Und dann kommen wir hier direkt über die Strandpromenade schon ins Melia Tamarindos. 5-Sterne-Hotel. Direkt an der Küste und auch direkt mit Liegen in der ersten Strandreihe, wenn man jetzt nicht unbedingt sich einmal panieren lassen möchte. Also auch hier hat man wirklich die Möglichkeit, den Ausblick auf den Atlantik zu genießen. Sich einfach eine Liege schnappen, ausreichend vorhanden und genießen. Wenn man ein bisschen weiter gehen, schauen wir hier mal rein. Da haben wir auch noch die Möglichkeit, gegen einen kleinen Aufpreis uns ein kleines Hütchen anzumieten. Ganz privat können wir uns dann wirklich dort wieder niederlegen, entspannen mit der Familie, mit dem Liebsten im Arm oder einfach einen leckeren Cocktail und das direkt an erster Strandreihe. Meine Damen und Herren, wenn ich Sie mal mitnehme, wenn wir hier einmal hochgehen, kommen wir nach nur 6 Stufen, also richtig, richtig angenehm, schon zur großen Poolfläche. Wenn ich das mal einmal anschaue hier, haben wir auch hier unglaublich viele Liegen noch übrig. Überhaupt kein Stress, dass man irgendwie ein Handtuch morgens um 7 auf die Liegen reißen muss. Es ist unglaublich viel Platz. Wir haben hier direkt auch nochmal unsere Poolbar. Dort kann man mittags und abends sich die Speisen einführen. Richtig, richtig angenehm. Zusätzlich kann man hier morgens auch frühstücken gegen einen kleinen Aufpreis. Ansonsten natürlich im Hauptrestaurant, mittags und abends im Preis inklusive. Richtig schön eingedeckt. Da macht es Spaß draußen zu frühstücken. Wir haben ja auf Gran Canaria tatsächlich 350 Sonnentage. Die kleinen Dekowölkchen am Himmel kommen ab und zu mal vor, aber Regen ist so gut wie keiner. Umso schöner, wenn man sich dann in einem wunderbaren Hotel wie dem Melia Tamarindos einfach abspannen, entspannen und ausruhen kann. Ein richtig schönen Spa-Bereich haben wir hier ebenfalls. Wenn wir hier einmal reingehen, können wir uns das Ganze mal anschauen. Von den normalen Standardbehandlungen, die man ja kennt, gibt es hier auch Hotstone, gibt es hier ein türkisches Hammam. Also richtig, richtig schön gemacht. Wenn ich hier einmal reingucke, sehen wir auch schon die freundlichen Mitarbeiter. Da wird man immer gern angelächelt, wenn man reinkommt. Das Hotel ist in Gran Canaria. Wir sind hier im Melia Tamarindos mit 5 Sternen. Definitiv eines der schönsten Hotels hier in San Agustin. Wunderschöner Außenbereich. Hier sind dann auch nochmal die balinesischen Betten, wo man sich so richtig wohlfühlen lassen kann. Einfach zuschieben, bisschen abspannen, entspannen. So macht das Ganze auch richtig viel Spaß. Es sind ebenfalls 2 Jacuzzis dabei, wo man sich einfach mal reinschmeißen kann. Mit dem Liebsten der Liebsten, einer Flasche Champagner dazu. Und so sieht Urlaub aus. Wir haben auch die Möglichkeiten, das ist was richtig Schönes, die Spa-Anwendung eben auch einfach draußen zu genießen. Man kann die Vorhänge bei Bedarf zuziehen, wenn man ein bisschen mehr Intimsphäre möchte. Aber ansonsten hat man hier einen wunderbaren Palmengarten direkt vor der Tür. Das Schöne ist bei dem Melia Tamarindos, wir haben unglaublich viel Gartenfläche. Also unglaublich viel Gartenfläche. Man kann sich überall ein kleines Eckchen suchen, zurückziehen, Büchlein ausleihen, Cocktail trinken und einfach das schöne kanarische Wetter genießen. So, dann gehen wir einmal weiter, wieder durch unser Spa durch. Sehen wir hier richtig schön gemacht. So, dann kommen wir auch schon wieder zu unserem Außenbereich. Man sieht überall alles sehr, sehr freundlich, sehr, sehr hell und aber eben auch sehr, sehr grün. Also wir haben wirklich eine der größten Gartenanlagen. Das ist eins der Highlights unserer Gäste. Man sucht sich gern einen kleinen Schattenplatz, bespricht geheime Pläne, die nächsten Urlaubsillusionen oder was man einfach eben auch auf Gran Canaria erleben kann. Wir haben hier überall diese unglaublich schönen Palmen, die man wirklich überall sieht. Und hier vorne sehen wir auch noch
einen unserer Fitnessanimateure. Es wird jeden Tag verschiedenes Fitnessprogramm angeboten für Anfänger, Fortgeschrittene oder eben auch Profis. Man sieht in der Gartenanlage diese kleinen süßen Häuschen. Das sind eben genau diese Häuschen, wo man sich dann auch ganz entspannt zurückziehen kann. Wenn ich jetzt hier einmal einen kleinen Schwenk weitermache, kommen wir zu unserem Fitnessstudio, was ich sehr, sehr toll eingerichtet finde. Wir haben hier Techno-Gym-Geräte, also richtige Magengeräte und eben auch alles voll vergläsert. Was bedeutet, wir haben wirklich die Möglichkeit, aufs Meer rauszuschauen, auf die wunderbare Gartenanlage rauszuschauen und es völlig ohne Einschränkungen. Also wirklich alles, was das Herz begehrt für Sport- und Fitness-Fans. Meine Damen und Herren, wenn ich Sie weiternehme, kommen wir hier vorbei an wunderbaren Palmen zu einer kleinen Minigolfanlage. Ist eine ganz tolle Sache, ist hier im Hotel inbegriffen. Man kann also hier einfach sich mal die Stöcke ausleihen, ein bisschen Minigolf spielen. Das Schöne ist, wir haben hier vorne dann auch direkt unseren Kinderpool. Also man kann wirklich mit seinen Kindern separat in eine Zone gehen, kann dort seinen Urlaub so gestalten, wie man wirklich möchte. Kinderpool, Minigolfanlage und aber auch ein kompletter Mini-Club dabei. Was ich sehr schön finde, man hat nicht irgendwie nur ein Zimmer umgeräumt als Kinderzimmer, sondern man hat eine komplett eigene Kinder-Area eingerichtet. Man hat ein richtig schönes Häuschen dahingestellt mit unglaublich viel Spielgeräten, ein Kinderspielplatz, der richtig gut ausgestattet ist und ebenfalls auch hier überall mit Liegen, dass die Eltern auch nur unweit davon entfernt liegen können, wenn sie möchten. Wir haben hier Melia Tamarindos wirklich komplettes Animationsprogramm, Sport, Fitness, Kinderanimation, aber eben auch am Abend ist hier ordentlich was geboten. Wenn wir hier einmal weitergehen, durch die Gartenanlage durch, kommen wir hier hinten schon zu unserer Sternwarte, unser Observatorium. Das ist einmalig hier auf Gran Canaria und ganz speziell hier im Melia Tamarindos. Wir haben eine Sternwarte, unser Observatorium, kommt zweimal in der Woche ein Astrologe vorbei. Das Schöne ist, der Astrologe erklärt wirklich, wie man die Sterne zu lesen hat. Vielleicht kann er Ihnen auch ein bisschen was über Ihr zukünftiges Glück verraten. Also definitiv hier oben rechts unsere Sternwarte, eins der Highlights der Hotels und sollte man auf jeden Fall anschauen. Kanaren, meine Insel, schöner Kommentar, stimme ich zu. Es gibt, glaube ich, kein schöneres Reiseziel als die Kanaren und ganz speziell jetzt, wo es in Deutschland doch ein bisschen regnerischer, kälter ist, macht das Ganze doch umso mehr Spaß. Wir kommen einmal ins Haupthaus rein. Die Türen öffnen automatisch, so darf es sein. Wir haben hier unten einen schönen Eingangsbereich und eben auch hier nochmal die Möglichkeit zu spielen. Da ist ein Billardtisch dabei, da ist Airhockey dabei, da hat man also auch wirklich für jeden Geschmack was gefunden. Wenn wir einmal die königliche Treppe raufgehen, sehen wir hier eine Spiegelwand. Ist auch eine schöne Sache, kann man sich vom Restaurantgang noch einmal kurz selbst überprüfen, ob alles passt, bevor man dann standesgemäß ins Restaurant geht. Wir sind jetzt schon bereits auf der Hauptfläche angekommen. Hier sieht man eben sehr, sehr offen gestaltet und dann auch den Rezeptionsbereich. Sehr, sehr freundlich, sehr, sehr hell. Und das Schöne ist, unser Personal spricht hier ebenfalls Deutsch. Heidi, keine Menschen da. Nein, wir haben schönes Wetter, da gehen wir gerne raus. Und was soll es Schöneres geben als ein Strandspaziergang, wenn man den Strand direkt vor der Tür hat. Thank you.
So, Leine, hier haben wir auch Live-Cooking, was ich richtig toll finde. Man hat eine unglaublich große Auswahl, was man sich so auswählen lassen kann. Und kriegt das direkt vor Augen zubereitet. Hier zum Beispiel bei unserem Frühstücksbuffet. Aktuell haben wir hier eine wunderbare Gemüseauswahl. So, wenn ich da noch mal ein bisschen weiter gehe, kommen wir auch auf die Terrasse vom Restaurant, was ich richtig schön finde. So, was ich hier eben richtig toll finde, ist der Ausblick. Also man kann wirklich vom Restaurant aus direkt auf die weitläufige Gartenanlage, aber bis zum Meer auch schauen. Ja, Bafi, Ausflüge gibt es ohne Ende und richtig gute Sachen hier. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, gehen Sie zur Meeting Point Reiseleitung. Und sprechen Sie einfach mal an. Wir haben zum Beispiel Ausflüge, wo man sich die komplette Insel anschauen kann. Auch die alten Höhlenrestaurants, die Höhlenwohnungen der Ureinwohner. Das macht richtig viel Spaß. Ja, Heidi, alles richtig, richtig sauber und richtig schön. So soll es aber auch sein und so ist man es gewohnt von der Melia-Gruppe, unserer 5-Sterne-Haus hier auf Gran Canaria, der Melia Tamarindos. Sodeline. Wenn ich hier noch ein bisschen weiter gehe, sieht man auch hier nochmal, wie gesagt, alles sehr, sehr offen, sehr, sehr hell gestalten. Da macht es auf jeden Fall Spaß, den Tag zu verbringen. Sodeline. Ja, Bafi, also die Höhlenwohnung ist definitiv einer meiner Geheimtipps, sollte man machen. Da bietet Meeting Point fantastischen Norden zum Beispiel an. Jetzt sind wir hier auf der Dachterrasse, wunderbar vom Restaurant aus zu erreichen und hat eben auch hier einen unglaublich schönen weitläufigen Blick über die gesamte Gartenanlage bis raus zum Meer am Strand von San Agustin. Wir haben hier jetzt aktuell ein All-Inclusive-Paket, lieber Frank, 8 Tage, 699 Euro. Und es ist ein richtig gutes Angebot. Haus ist aktuell voll ausgebucht, was bedeutet, ich kann jetzt nicht in ein Zimmer reingehen. Aber das spricht eben auch direkt für die Qualität von diesem wunderschönen Hotel. Wenn wir hier zum Abendbereich gehen möchten, müssen wir erstmal so eine historische Brücke überqueren. Das ist schon mal richtig cool gemacht. Und dann sieht man hier auch nochmal für die Abendunterhaltung eine eigen eingerichtete Bar. Ausreichend Stühle in allen Ecken und Seiten und eben auch eine sehr, sehr groß gestaltete Bühne. Wechselndes Abendprogramm am Abend, ebenfalls mit Animation, mit Fremdshows oder eben auch einfach mal selber mitmachen beim Karaoke-Abend. Also das ist ja immer so meins. So, wenn ich jetzt noch einmal ein bisschen weitergehe, hier vorbei an der Rezeption, gehe ich doch auch tatsächlich nochmal nach vorne raus vom Hotel, schaue mir ein bisschen die Aussicht von vor dem Hotel an. San Agustin, direkt an Playa de Ingles, grenzend, ist definitiv eine ruhige Alternative und man kommt eben trotzdem überall sehr, sehr schnell hin. Die Taxis auf Gran Canaria sind Europas günstigste Taxis, also von daher abends einfach mal einsteigen und sich das Ganze treiben. Von Playa de Ingles, Maspalomas, von draußen anschauen. So, Line. WLAN ist in Zimmern kostenpflichtig, kann man gern dazu buchen, aber was möchte man schon mit dem Internet, wenn man eben den schönen Strand direkt vor der Tür hat. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es war definitiv was dabei für Sie. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und hoffentlich auf Wiedersehen hier auf Gran Canaria im Melia Tamarindos. Ciao, adios, hasta luego.